zwei politische Südtiroler Parteien, die einander normalerweise nicht grün sind, ziehen jetzt an einem Strang. Mehr dazu in unseren Kurznachrichten. Die Landtagsfraktionen der Südtiroler Volkspartei und der Freiheitlichen legen am Bozener Verwaltungsgericht Rekurs ein gegen den Ausschluss eines Arztes aus der Südtiroler Ärztekammer. Grund für den Ausschluss des aus Österreich stammenden Arztes Thomas Müller waren seine nicht ausreichenden Italienischkenntnisse. Damit wurde ihm die Zulassung zur Berufsausübung entzogen. Der Ausschluss, so die Begründung im Rekurs, würde den Grundsatz der Gleichheit der Bürger wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprachgruppe verletzen. Das wäre ein gefährlicher Präzedenzfall, wenn man sagen würde, Voraussetzung für die Ausübung im Beruf ist eine Sprache. In Südtirol sind beide Sprachen Deutsch und Italienisch gleichgestellt. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir sehen unser Recht als deutschsprachige Gruppe verletzt. Und wir möchten laut Artikel 92 des Autonomiestatutes gemeinsam Rekurs als Abgeordnete einreichen und sagen, nein, das geht so nicht. Ich muss es wirklich betonen, dieser Beschluss und auch unser Rekurs hat ja nichts mit der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst zu tun. Hier geht es rein darum, um die Eintragung in das Berufsverzeichnis der Ärztekammer. Erstmals seit den 1990er Jahren wird von den betreffenden Artikeln des Autonomiestatutes wieder Gebrauch gemacht. Alle Landtagsabgeordneten der deutschen Sprachgruppe haben geschlossen zugesagt, den Rekurs zu unterzeichnen.